Die Visionswerkstatt ist ein vom Quartiersrat empfohlenes Projekt zur Erprobung neuer Unterstützungsverhältnisse und Methoden in der Jugendarbeit. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, hauptsächlich Projekte unter Beteiligung der Jugendlichen zu initiieren und auch durchzuführen. Das sind im Prinzip alles so Projekte, die die Bedürfnisse der Jugendlichen mehr ansprechen. Also worauf die Lust haben, das versuchen wir mit denen umzusetzen und unterstützen die dabei. Die sollen aber auch sehr viel damit eingebunden werden und beteiligt werden. Da haben wir jetzt momentan drei größere Projekte. Das ist einmal die 715 Entertainment, nennen die sich. Das ist eine Künstler- und Veranstaltungsagentur, die auch selbst von Jugendlichen geführt wird und versucht, sich selbst und Freunde, die irgendwie künstlerisch tätig sind, zu vermarkten und eben Auftritte zu organisieren und solche Sachen. Und dann gibt es die Jugendgalerie. Die ist ganz neu, die erste im Wedding. Und hinten hört man schon ein bisschen Wummern, haben wir hier im Nachbarschaftshaus angesiedelt. Da haben wir die Räume auch kostenlos. Die Tanzgruppe Soul Sisters und GO Entertainment. Da kann aber dann meine Kollegin ein bisschen mehr noch dazu erzählen. 5, 6, 7, 8, 1 und 2, die erste Reihe, 3 und 4, die zweite kommt dazu. 5 und 6, 7 und 8. Vor 2 Jahren ungefähr habe ich die Künstler kennengelernt und damals waren die auf der Suche nach Räumen. Ich habe denen dann die Räume hier im Nachbarschaftshaus zur Verfügung gestellt und habe denen zuschauen können und fand die wunderbar und habe gefragt, ob die nicht ein Angebot für Kinder und Jugendliche hier installieren können und ich würde als Gegenleistung dafür Räume besorgen. Und die haben dann hier ein Angebot, also Tanzkurse installiert und haben sich eigentlich darüber entwickelt, haben dann selber bestimmt, welche Fortbildung sie haben möchten. Wir haben die mit ihnen abgesprochen. Die sind dann im Rahmen LOS fortgebildet worden im Bereich Veranstaltungsmanagement und Teamentwicklung. Haben dann die früher Trainer waren, organisieren jetzt die Tanzkurse für die neuen Jugendlichen und organisieren wiederum Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche im Kiez. Und gerade die Tanzgruppe ist ein schönes Projekt für Nachhaltigkeit, weil es gibt sie seit 2 Jahren und die damals Trainer waren, sind heute Veranstaltungsorganisatoren und werden jetzt auch nochmal über LOS fortgebildet im Bereich Projektmanagement in Organisationen. Also das ist eine ganz normale Streetdance-Gruppe. Wir tanzen hier auch zum Beispiel, also alle möglichen Arten von, was mit Hip-Hop zu tun hat. Popping, Locking, alles Mögliche und halt trainiert werden die von mir und meiner Partnerin, Mesia. Das sind halt einfach ganz normale Freunde, die halt einfach mal tanzen wollten und uns gefragt haben, ob wir die gerne unterrichten wollen. Da haben wir halt gesagt, ja, ist kein Problem und die haben halt dazu noch Freunde hergerufen und wir trainieren jetzt jedes Mal hier. Die Gruppe gibt es nicht so lange, seit 2-3 Monaten erst, also seit den Sommerferien. Ja, da haben wir uns das erste Mal im Schwimmbad getroffen und einfach mal getanzt und dann. Yeah.
Das wird die erste Jugendgalerie im Wedding. Und zwar wird die von 4 Jugendlichen auch selbst geführt. Die haben sich einfach im Prinzip mit ihrem eigenen Leben beschäftigt, mit Problemen oder Sachen, die sie gerade bewegen, und haben es versucht, in Fotos darzustellen. Wir haben einen Special Guest, Oliver Tautowatt, als Postbote Kalle, eine Figur aus dem Primetime-Theater, aus der Sitcom Gutes Wedding, Schlechtes Wedding. Erstmal herzlich willkommen zusammen. Ich bin sehr glücklich, auch dass ihr hier seid. Ich bin auch sehr stolz, dass ich das ein bisschen mal kommentieren darf, weil als Postbote kommst du mit Kunst eigentlich so sehr auch nicht in Verbindung. Da kommt noch eine. Gut. So, wir fangen gerade an. Komm drin. Das ist immer unser Hund. Der benimmt sich immer so wie ich, wenn ich nicht höflich bin. So, jedenfalls bin ich sehr stolz, dass ich hier sein darf, dass ich auch Jule und Wanni, ne? Richtig. Also Wanni und Jule, genau, dass die zwei hier sind. Ich werde jetzt einfach hier beginnen mit dieser Bildreihe. Komm doch mal her, ist das so weit weg. Pass mal auf. Also, das ist hier, wir beginnen mit dem ersten Bild. Was ich spontan sagen muss, mich hat das unter anderem sehr beeindruckt, weil ich finde, der Wallhole hätte das nicht besser machen können. Dann kicken wir uns das Bild an, das ist eine sogenannte Fotomontage. Wer das kennt, vielleicht, das sind zwei Schulen hier im Wedding. Beide sind an getrennten Schulen, was ich weiß. Und die würden sich aber wünschen, dass sie in einer Schule sind. Deswegen haben sie gesagt, gut, was die sagt, nicht sagt, dass Schulen zusammengelegt werden, das machen wir mit einer Fotomontage, finde ich sehr mutig auch. Habt ihr das mal vorgeschlagen, den Schulen, dass die sich zusammentun? Achtet mal. Was hier man sieht, sind zwei Hände, sind das eure beiden Hände, oder? Ja. Ja. Wer hat das fotografiert? Ja. Du? Dann hast du die ruhigere Hand, wa? Ehrlich, ich finde, das ist eine prima Sache, dass ihr so was aufzieht hier. Und ich bin verdammt stolz, dass ihr sowas macht. Und ich finde, ihr solltet das öfters machen, solltet auch öfters machen. Ich finde es auch schön, dass es so schön unterstützt wird. Und ich freue mich sehr hoch, dass ich hier sein darf. Und ich freue mich vor allen Dingen, dass wir so ein liebes Publikum hier haben. Und dann gehen wir jetzt alle zusammen in das Zelt da hinten rein. Dankeschön. Ja, wir haben es jetzt geschafft, die erste Ausstellung zu realisieren. Und ich bin super stolz auf Jule, Wanni und René, die faktisch dieses Mal auch ihre eigenen Sachen ausgestellt haben, und wir werden auf jeden Fall weitermachen. Ja.